Heute so wird es gerockt im Schoren oben. 3213 Zuschauer, ein klarer Sieg. Was sagst du dazu? Ja, es ist enorm wichtig, heute zu gewinnen. Und, das Publikum hat auch mitgemacht, sehr viele Fans, es war laut. Die Stimmung war perfekt und der Match ist auch sehr gut gesehen. Ja, klar, das war sehr gut, aber jetzt müssen wir etwas präziser werden. Wir haben 3 Drittel gesehen. Welches Drittel war nach deiner Beurteilung das Beste gewesen? Und welches, könnte man sagen, hat ein Verbesserungspotenzial drin? Ja, ich glaube, das erste Drittel war das Beste gewesen. Haben wir hier den Start, das war wirklich gut gewesen. Und dann das zweite haben wir nachgelassen. Haben wir es ein bisschen geholfen und im dritten war es wieder besser gewesen. Es war nicht ganz so gut gewesen wie das erste, glaube ich. Aber ja, wir haben den Sack dazu tun. Ja. Sack zutun im letzten Drittel. Was war dort entscheidend gewesen? Ja, sie haben enorm gedrückt am Anfang. Es war wichtig, dass wir ihn entgegen haben können. Und dann, ja, wenn wir die Chance haben, können wir sie dann rein tun, oder? Ja, richtig. Rein tun. Das ist ganz wichtig. Ja. Was machst du jetzt nächste Woche? Wie sieht dein Programm aus? Ja, eigentlich gleich wie die Mannschaft hier. Also, ich trainiere eigentlich. Also, ich probiere zu trainieren, ja, so wie viel wie geht. Und, ja, probiere viel mit der Mannschaft rumzuziehen und zu helfen, was nur geht. Ja. Genau, das ist wichtig, dass man dabei bleibt, ja. Dass es nicht abreißt. Ja. Wenn wir jetzt rausschauen, Mittwoch zu Alten, was läuft jetzt noch bis in Mittwoch? Ja, jetzt morgen haben wir frei, die wir uns erholen und dann die wir uns vom Dienstag darauf vorbereiten und dann am Mittwoch wollen wir das erste Break. Ja. Das ist richtig, das ist die richtige Einstellung. Bravo! Wir holen das Break, das ist die richtige, das hast du hervorragend gesagt. Gibt es auch noch Videoanalysen, die jetzt laufen? Oder wie tut man sich einstellen? Ja, es gibt sicher noch ein kurzes Video, aber im Großen und Ganzen wissen wir jetzt, wie alt er spielt. Wir kennen es, wir haben jetzt genug Gags gespielt. Ja, grosse Geschichte ist es sicher nicht mehr. Ja, ist gut. Super, merci.